Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS19 auf der Campaign en France. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen heute gucken, dass wir natürlich hier das Feld 47 soweit fertig geerntet bekommen. Drescher starten und los geht's. Feld 47 wollen wir fertig machen heute, soweit, dass das zumindest soweit fertig ist. Dann werden wir gucken, dass wir die Ballenpresse holen und mit dem Ballenpressen gehen wir auch voran. Ne? Wollen wir heute versuchen fertig zu kriegen. Ich weiß nicht, ob wir das alles fertig schaffen, aber werden wir mal schauen. Werden wir mal schauen, was sich so ergibt im Laufe dieser Folge. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall über die Ernte. Wird eine ganze Menge sein, die hier zusammenkommt. Ein Anhänger ist schon, beziehungsweise Einladung war schon voll, ich glaube 3540 Liter an der Zahl sind schon zusammengekommen, das ist eine ganze Menge. Und ja, wir wollen auf jeden Fall gucken, dass das weiter vorangeht, natürlich. Und ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt, Leute. So, einmal drehen wir. Nächste Spur. Wenn wir das Stroh zusammenpressen, könnten wir vielleicht das Stroh auch mal verkaufen. Ne? Diesmal wäre das vielleicht angebracht, weil mittlerweile haben wir so viel Stroh eigentlich zur Verfügung, dass wir das eigentlich gar nicht mehr brauchen. Sprich, das Stroh könnten wir theoretisch verkaufen. Jetzt nur die Frage, verkaufen wir das in Ballen oder mit Ladewagen? Ladewagen wäre natürlich auch noch eine Option, ne? Die wir machen könnten. Ladewagen wäre auch noch eine Option. Bräuchten wir noch einen Ladewagen, ne? Ich glaube, da hätten wir welche. Ich glaube, da hatte ich einen als Mod drin, der kostet nicht viel, kann aber wesentlich einiges tragen und beziehungsweise transportieren. Schauen wir mal. Gibt auf jeden Fall einige Möglichkeiten dafür. Gucken wir mal eben schnell nach, ne? Gucken wir mal eben schnell nach. Ladewagen, was haben wir denn da? Ne, ich habe gar keine Mods mit drin als Ladewagen. Okay, dann muss ich da noch welche mit reinnehmen. Okay. Dann muss ich da noch welche mit reinnehmen. Das ist aber kein Problem. Das kriegen wir hin. Das soll nicht das große Problem sein, ne? Also machen wir hier erstmal Ballen draus. Würde ich vorschlagen, ich mache sowieso gerne Ballen. Wisst ihr? Und dann schauen wir einfach mal weiter. Ne? Dann schauen wir einfach mal weiter, Leute. So, einmal drehen. Dann kommt die nächste Spur direkt, ne? Die nächste Spur hinterher. Direkt die nächste Spur hinterher, Leute. Ne? Der Drescher ist fast wieder voll. Müssen wir mal wieder langsam abtanken. Können wir jetzt gleich direkt noch machen. Können wir jetzt gleich und schnell mal machen. Fahren wir mal das Rohr raus. Wenn wir eben hier hin. Fahren, nicht die Frucht kaputt fahren, Kollege. Werden wir eben hier abtanken. Dann gucken wir mal eben schnell nach den Tieren, wie es da aussieht, ne? Schafe sehen gut aus. Kann nicht meckern. Kühe, Heu, Silage haben sie. Gras könnten sie nochmal bekommen und Mischration, klar. Aber ansonsten sieht das soweit gut aus. Wir haben 1388 Liter Milch und hier bei den Schafen haben wir 244 Liter Wolle. Das ist natürlich einiges. Also für 6 Schafe ist das schon einiges. Muss man so sehen. Ne? Insgesamt ist das nicht wirklich viel, aber für 6 Schafe ist das schon einiges.
Wir werden auf jeden Fall mehr Tiere noch dazu bekommen, weil das kann ich euch versprechen. Das kann ich euch sagen. Da werden wir nicht dabei bleiben, ne? Da wird noch mehr dazu kommen. So, einmal drehen und die nächste Spur. Da haben wir das fast fertig, Leute. Dann haben wir das fast fertig und können dann mit der Ballenpresse kommen. Einmal mit der Ballenpresse hier pressen. Abfahren. Dann haben wir es. Können wir direkt wieder neu einsehen. Können wir direkt wieder neu einsehen. So, einmal drehen wieder. Und weiter geht's. Sehr gut. Haben das geschafft. Dann ist die Ernte hier auf dem Feld auch durch. Rohr rausfahren. Einmal drehen, ab zum Kipper fahren. Dann haben wir es. So, Ballenpresse holen und dann geht's los mit Ballenpressen. Wird wieder Zeit für Ballenpressen. Den Drescher brauchen wir nicht zum Hof fahren, die können wir direkt hier nebenan direkt parken, würde ich vorschlagen. Weil da müssen wir sowieso dann weitermachen. Machen wir da nämlich direkt weiter im Anschluss, ne? Direkt da dann weitermachen, wenn wir mit dem Feld fertig sind. So, das hätten wir. Dann werden wir den hier einmal zum Hof fahren und den Kipper entleeren. Und werden uns in die Ballenpresse schnappen. Kriegen wir hier gedreht. Kommen wir hier rum? Nee, ne? Doch, wir kommen hier rum. Oha, das war knapp. Das war aber echt knapp, ne? Jetzt haben wir hier rein. Sehr gut. So. Sehr schön. Das läuft. Einmal abkoppeln, den einmal wegstellen. Den brauchen wir später wieder. Wahrscheinlich für die Ballen. Gehen wir den erstmal wieder hier hin. Fahren den mal kaputt. Und holen uns den IHC mit der Ballenpresse. Ja, 10 mit der Ballenpresse, ne? Problem ist, wir haben nicht wirklich viel Platz hier, ne? Wir haben nicht wirklich viel Platz hier im Hof, das ist das Problem. Aber okay, kriegen wir alles hin. Kriegen wir alles hin. So.
Reifen einmal richtig ranfahren und dann Stroh aufsammeln und pressen. Sehr gut. Ist eine billigere Ballenpresse als die vorher. Aber dafür haben wir jetzt mehr Geld zur Verfügung, beziehungsweise noch mehr Maschinen zur Verfügung. Was sich natürlich definitiv belohnt hat. So. Sehr schön. Das sieht soweit gut aus. Jetzt einmal drehen. Komm schon. Komm schon. Einmal abladen den Ballen. Ist der Ball nämlich fertig. Nächster Ballen. Geht auch relativ zügig. Geht relativ zügig hier. So. Kommt nicht wirklich viel zusammen, aber es hilft. Es hilft uns auf jeden Fall vorwärts zu kommen. Das war jetzt ein bisschen mehr Arbeit. Vielleicht mit der Beinpresse hier, aber wesentlich preiswerter die Beinpresse. So, weiter geht's. Nächster Ballen. Nächster Ballen. Ist die Folge auch schon wieder fast vorbei, ne Leute? Alter, geht das schnell. Alter, geht das schnell. Das ist ja heftig, wie schnell das vorbeigeht. Na gut, weiter geht's hier, ne? Sehr gut. Den einen Haufen auch noch mitnehmen. Haben wir es. Und dann geht es natürlich mit der nächsten Spur da weiter. Nächste Spur hier. Dann haben wir es nämlich auch hier fertig. Sehr cool. So, dritter Ballen. Müsste jetzt dritter Ballen sein, ne? Ja, ist der dritte Ballen, genau. Also drei Ballen haben wir schon mal zum Verkaufen. Wir werden diesmal wirklich das Stroh verkaufen. Mehr Stroh brauchen wir nicht. Aktuell wäre schwachsinnig, das auch noch mit zu lagern. Wäre sonst schwachsinnig, das auch noch mit zu lagern. Ne? Und so viel Strom mittlerweile. So viel brauchen wir gar nicht. So viel brauchen wir gar nicht. Verkaufen wir lieber das Stroh, ne? Lieber das Stroh verkaufen und dann Geld für bekommen. Auch wenn es nicht wirklich viel Geld bringt. Das Problem. Bringt nicht wirklich viel Geld, das ist das. Das
bringt der Stroh schon? Ein paar Euro. Das war's. Mehr als ein paar Euro bringt das Stroh nicht, das ist das. Schade, aber ist es so. Wir können hier gerne mal auf den Strohpreis gucken, wie das aktuell aussieht. Aber wie gesagt, viel wird es nicht sein. Viel wird es nicht sein. Gucken wir da jetzt noch mal nach. Motor aus, Pickup heben. Dann machen wir da in der nächsten Folge weiter. Wir gucken jetzt noch einmal mal auf den Strohpreis. Wie sieht das aus hier? Wolle könnten wir verkaufen. Ja, Strohpreis hier übrigens 65 Euro pro 1000 Liter. Das ist nicht wirklich viel. 65 Euro pro 1000 Liter. Das ist nicht viel. Okay, das wäre es dann auf jeden Fall für diese Folge gewesen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Morgen um 20 Uhr geht es weiter hier auf der LS19 Campaign of France. Und ja, ich sage einmal bis dahin natürlich Servus und Tschüss.